Nach zuletzt 4 Siegen in Folge erwarten die Pirates am kommenden Samstag um 19 Uhr im Smeet Forum am Hammer den aktuellen Tabellenführer VfL Fredenbeck zum absoluten Topspiel des letzten Hinrundenspieltages in der dritten Handball-Bundesliga West. Der Gast aus Fredenbeck kommt mit der beeindruckenden Bilanz von 24-4 Punkten bei nur einer Niederlage und 2 Remis. Trotzdem können die Pirates mit einem Sieg am Primus vorbeiziehen und zumindest auf den 2. Platz vorrücken. Für Spannung ist also gesorgt. Seid dabei und unterstützt euer Team. Ja, wir freuen uns natürlich auf das Spiel jetzt am Samstag gegen Fredenbeck. Den Tabellenführer zu Gast und wir wollen dafür sorgen, dass sie das 2. Mal verlieren diese Saison. Und kommt alle vorbei und bringt die Klatscher mit oder holt sie euch an der Kasse ab. Und wir freuen uns auf tolle Unterstützung von den Rennen. Wir haben jetzt so die Chance, am Wochenende den Knaller gegen Fredenbeck zu setzen und wären damit natürlich wieder im Meisterschaftsrennen drin. Und wir freuen uns drauf, dass die Halle am Wochenende voll wird und hoffen auch, ein gutes Spiel abzuliefern. Mit der Unterstützung der Fans werden die Pirates erfolgreich sein. Smeet Forum, Samstag, 19 Uhr.